Hey ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Favoritenvideo und zwar vom September. September, September, September. Ich zeige euch mal, was mich so geflasht hat im September, wo ich sag, ja, daran erinnere ich mich noch, denn es gibt Sachen, wo ich mir da denke, nö, nein, nein, nein. Wir fangen an mal mit den Palettchen, die mich geflasht haben im September. Und August. Eine Palette hatte ich euch, glaube ich, nicht im August gezeigt, aber für mich ist es der Rede wert, weil ich habe nochmal in die Schublade geguckt und gedacht, ja, das muss ich euch zeigen. Vom August die Palette ist Be Perfect. Das ist diese hier. Die habe ich wirklich ausgiebig gerockt. Oh, ich habe heute ein Rocker-Outfit an. Ja, ausgiebig gerockt. Ich finde sie wunderschön. Wenn man wirklich was haben will, was man für den Alltag gut benutzen kann, oder ausgefallene Smoky Eyes oder was weiß ich, oder so ein Augen-Make-up haben möchte, dann kann ich euch diese Be Perfect bei Master Palette Louise McDonald an Herz legen. Also ich finde sie ist schön kompakt. Könnte noch ein bisschen dünner sein, aber ich finde es gut. Also ich finde es gut, die Pigmentierung ist unglaublich, wenn man so guckt, was für eine wunderschöne Farbgebung es hat, kann ich euch nur ans Herz legen. Denn ja, sie sind gut pigmentiert, sie machen das, was sie sollen, sie verblenden sich ultra gut. Ich habe drei Looks damit geschminkt und bin super zufrieden mit ihr, immer noch, nach wie vor. Dann möchte ich euch eine Neuheit, einer meiner Neuheiten, sag ich mal, ans Herz legen. Und zwar habe ich die hier. Das XXL bei XL Pro Palette von Karneval Be Perfect auch. Ich muss sagen, diese Marke ist nicht unbedingt hochwertig, aber sie macht richtig geile Paletten. Also Highlighter und sowas würde ich Finger weglassen, weiß nicht, reizt mich nicht so. Aber das ist jetzt eine Palette, wo man wirklich viele verschiedene Looks schminken kann. Also alles. Alles kann man damit machen und die Pigmentierung und auch die Farben sind mega geil. Vor allem dieser Ton hier. Ich liebe sie. Ich liebe sie und ich habe es keinen Tag bereut, als ich es gekauft habe, obwohl ich so große Paletten nicht bevorzuge. Aber die Verblendbarkeit und auch die Pigmentierung und es macht einfach irgendwie so viel Spaß, mit ihr zu experimentieren. Schaut euch einfach mal, das sind außergewöhnliche, es sind natürliche Töne dabei. Ich liebe sie. Ich liebe sie, ja. Wie geil. Einfach, ich liebe sie und ich bin froh, sie gekauft zu haben. Allerdings möchte ich halt die kleinere loswerden, weil ich einfach nicht einsehe, zwei gleiche zu haben oder zwei ähnliche. Und deswegen trenne ich mich von der kleineren und behalte lieber die große, also die XL Pro statt die andere Karneval Palette. Ja, genau. Das ist jetzt die hier. Dann habe ich das Anastasia Glow Kit bestellt gehabt. Wann war denn das? Im August, glaube ich, kam das auch an. So sieht es aus. Ich habe das wirklich gut gerockt. Ich habe auch schon mal Nagel drin gehabt. Ich muss sagen, von diesen, das ist der einzige Ton, der mich überhaupt nicht catcht. Das sind zwei, die sind so, so schön. Ich trage heute keinen. Nein, ich trage ihn nicht, aber sonst trage ich ihn immer. Schaut mal. Richtig schön, lassen sich schön verblenden, betonen nicht zu arg die Poren, haben super schönen metallischen Effekt. Ich liebe diese Palette, ich bin froh, dass ich sie habe. Ich würde mir auch noch eine zulegen, weil ich es gut finde, dass man die Fältchen rausnehmen kann. Das, was man braucht, was nicht, kann man ja weitergeben und an sich schön kompakt. Und das ist wirklich eine Palette, von der ich begeistert bin und zufrieden, wo ich drei Produkte, auch der Bronzer, also dieses etwas bräunliches, kann man auch gut hell auftragen. Mich catcht auch ehrlich gesagt nicht so eine Maxims-Palette, weil ich einfach so viel Glow-Produkte einfach habe. Aber ich gönne ihn. Ich gönne dem Herren alles. So, dann haben wir noch eine Palette, die mich im September überrascht hat, war diese Mrs. Bella Palette. The Dark Side. Ich finde die Farben richtig toll. Ich finde einfach das Design cool.
Für mich muss es keine Gesichtsprodukte geben. Das ist immer so schwierig, für alle was zu schaffen. Aber ich finde es gut. Den kann man nämlich super als Lidschatten benutzen. Dazu habe ich auch schon einen Look verfasst, sogar auch zwei. Das ist ja ein wunderschöner Alltags-Rosenholzton, den wirklich jeder tragen kann. Ich denke auch bei dunkelhäutigen oder dunkleren Hauttypen kommt das sehr, sehr schön raus. Und der Highlighter ist auch wirklich schön. Brauche ich aber eigentlich nicht, ne? Schaut mal, also die Pigmentierung und auch die Farben und wie es miteinander verschmilzt. Ich war sehr, sehr glücklich im August damit. Ich habe mich 2 Wochen lang ausschließlich fast nur mit ihr geschminkt und nicht mit der anderen. So. Dann ein Produkt, was mich enttäuscht hat an Palette, ist diese hier. Die geht auch, die verlässt auch mein Sortiment. Sie macht mich nicht glücklich. Null. Null. Ich habe sie jetzt getestet und getestet. Es ist okay, aber es ist halt etwas, was mich nicht glücklich macht. Das ist die Juvia's Place. Die hier macht mich nicht wirklich glücklich. Sie darf mich verlassen. Etwas, was für mich auch zwei Flop-Produkte sind, sind einfach mal die Bare Minerals Bare Pro Foundation in der Farbe Devon 02. Und einmal von Manhattan, die trage ich übrigens heute. Ich bin überhaupt nicht glücklich mit meinem Erscheinungsbild. Wenn es von Weitem gut aussieht, vom Nahen möchte ich nicht rangehen. 58 Soft Ivory, Endless Perfection, Make-up 24 Stunden. Überall, wo 24 Stunden drauf steht, es trocknet so an und zieht so jedes Fältchen zusammen. Das hat übelsten Flashback des Todes. Wenn ich dazu noch das Bild habe, dann blende ich das mal ein. Das hier. Einfach unschön. Betont hier die ganzen, alles. Es betont einfach alles. Es zieht sich so zusammen und es sieht einfach nicht so schön aus. Gefällt mir beides nicht. Darf mein Sortiment diesen Monat einfach verlassen. Ich bin nicht traurig. Dann habe ich. Ja. Dann habe ich einmal meine To-Go-Tasche. Immer wenn ich verschlafe, spät dran bin, packe ich das Ding ein und da ist alles drin, was ich brauche. Ich werde auch ein extra Video dazu machen. Was ich so mit mir herumschleppe. Ein Puder, was mich jedes Mal überrascht, ist das L'Oreal Perfect Match. Immer wenn ich das, wenn ich verschlafe und das benutze oder einfach zu spät dran bin und das benutze, es hat so einen Weichzeichner-Effekt. Ich finde es klasse und kann es allen ans Herz legen. Ich habe die Farbnummer 3D3W. Richtig geil. Und was ich dann auch noch euch ans Herz legen kann, ist dieses Palettchen. Wenn ich meine Augenbrauen damit mache, bin ich wirklich zufrieden. Das ist von BH Cosmetics und sieht Schabernack aus. So. Ich benutze erst das Gel im hinteren Bereich und dann die mittlere Farbe im Außen. Und da benutze ich wirklich dieses Kit und das sieht geil aus. Ich liebe es. Ich würde es mir tatsächlich nachkaufen, wenn das leer geht, weil ich finde es einfach geil. Ich finde es geil, sowas, genau dieses, das ist die Brow Defining Kit Trio, Flawless Brow Trio Light und Clear. Also es ist Light, aber nicht Clear, definitiv nicht, aber es ist geil. Heute habe ich mal was Neues ausprobiert, gefällt mir auch. Könnte ein Ticken aschiger sein und das ist echt perfekt. Es sieht einfach geil aus. Auch wenn das hier so ziemlich warm aussieht, sieht es auf den Augenbrauen irgendwie nicht so warm aus. Und aus dem Kit kann ich euch noch eine Sache empfehlen. Und zwar das Make-up hier. Das Make-up Natural Lift Make-up von Revival de Loop. Ich liebe es. Es sieht geil aus. Wenn ich das trage, bin ich zufrieden. Man sieht auch, ich habe es gut benutzt. Ich liebe es. Genauso wie ich diesen Primer liebe. Das ist eigentlich Illuminating Gleam Cream. Ich trage das aber im kompletten Gesicht auf, unter der Foundation. Und so sieht es aus. War eine LE. Aber ich mag es. Also ich benutze es häufig, weil ich ja häufig verschlafe oder spät dran bin. So sieht es aus. Und das sieht unter dem Make-up einfach schön aus. Es sieht, ja, man ist dann verpennt, ne? Und sieht eigentlich kacke aus. Und mit dem Kit bin ich in 15 Minuten hier fertig und fühle mich wohl. Hol da die Waldfee. Also, das werde ich euch auch mal vorstellen, was ich da alles so reingepackt habe. Ich liebe meine Beauty-Tasche und ich bin ganz froh, dass sie in meiner Sammlung ist. Dann habe ich noch das hier. Das fand ich auch cool. Ich fand einfach den Sprühnebel cool, die Flasche cool. Was da drin war, hat mir einfach zu sehr, na,
Es war zu sehr parfümiert, aber in nicht angenehmem Bereich. Aber so an sich fand ich es echt cool. Also hat mir gut gefallen, ist jetzt aufgebraucht, aber ja, hat mir gut gefallen. Punkt. Dann hat mir auch gut gefallen, zwei Mascaras, mega gut gefallen, hat mir diese hier. Das ist ein absoluter Favorit. Trage ich wirklich nonstop. Und ich habe das Gefühl, da ist irgendwas drin, was meine Wimpern auch nach dem Abschminken hält. Ich weiß nicht, ob da was serummäßig oder pflegendes drin ist. Auf jeden Fall bin ich super zufrieden. Ich mag die Bürste. Ich mag das Produkt. Da sind auch so Fibers drin, was aber auf den Wimpern überhaupt nicht verklumpt oder sowas. Es sieht einfach nur geil aus. Guckt euch einfach mal die Videos an, wo ich von ihr schwärme. Absoluter Favorit. Absolut. Fantastic Deluxe LR Mascara. Richtig geil. Also ich bin super zufrieden. Hätte ich niemals erwartet, dass LR irgendwas kann. Bin nicht so der Mary Kay-Typ und auch nicht der LR-Verfechter. Diese Mascara ist geil. Holder die Waldfee. Und etwas, was auch cool ist, aber nicht ganz so mich catcht, aber für das Preis-Leistungs-Verhältnis catcht mich das. 3 € und 23 Euro, die habe ich heute um. Also die habe ich heute dran. Und bin auch super zufrieden, ist von Essence. Volumen Stylist Curl and Hold Mascara. Mit Mikrowaxes und die hat auch irgendwie so Fibers oder diese Wachs und das hält die Wimpern auch auf dem Schwung. Das krümelt nicht, das gibt nichts ab, das sieht einfach genial aus. Ich liebe sie. Kann ich euch nur ans Herz legen, die mal ausprobieren für 3 €. Dann noch etwas, was ich liebe, ist mein Blush. Den benutze ich super gerne, habe ich zwar heute nicht drauf, aber ich liebe ihn. Er passt einfach in den Herbst, Winter, Frühling, überall hin. Es ist einfach ein schöner Rosenholz-Peach-Ton, ähnlich wie bei der Mrs. Bella Palette. Mag ich super gerne, ist von Catrice und heißt Flamingo in San Ding Domingo Light and Shadow Contouring Blush. Müsst ihr euch mal geben. Ich weiß nicht, ob es noch gibt oder nicht. Dann etwas, was ich im Anfang August, September noch mochte, sind so knallige Lippen. Der hier, ja, wunderschön. Von der Farbe her wunderschön. Mit diesem neongrünen Oberteil hat mir super gut gefallen. Und mit der Frisur, ja, und mit diesem nudigen Augen-Make-up habe ich gefeiert. Habe ich dreimal, glaube ich, drauf gehabt oder so. Hat mir gut gefallen. Aber er ist so ein bisschen nicht empfehlenswert, würde ich sagen. Er trocknet so matt und reißt auch so ein bisschen. Und ich werde ihn jetzt nicht abgeben. Oder wegschmeißen, weil ich einfach die Farbe mag und ich nichts Neues kaufen möchte, weil ich was habe. Aber ich kann ihn euch nicht ans Herz legen. Aber es hat mir einfach von der Farbe gut gefallen. Und es ist Rio, ja, Red. 433 von Sleek. Super schöne Farbe. Das ist einfach ein knalliges Sommerrot. Und riechen tun sie auch nicht gerade so happy. Happy, happy, happy. Dann ein Dirndl Look. Habe ich auch mit diesem Lippenstift hier von Glory, also von BH. Ist ähnlich, ist aber pinkstichiger. Das ist der von BH und das ist der. Der, weiß ich nicht, der ist relativ flüssig. Die sind beide relativ flüssig. Man muss halt echt aufpassen, ne? Dafür ziehen sie gut ein und halten auch ganz lange. Der ist eher pinkstichiges Rot und das ist eher so ein Orange-Rot. Richtig geil für den Sommer. Also echt Favoriten. Dann habe ich von NYX den hier auch gerne getragen. Aber der ist mir einfach dann irgendwie zu cremig. Ich weiß auch nicht, was ich will. Das ist die 08 Pink Lust. Das ist der hier. Einfach knallige Farben für den späten Sommer. Oder in dem Sommer hat mir richtig gut gefallen. Also diese drei waren echt geil. Dann habe ich tatsächlich auch MAC Candy Yum Yum getragen. Ist ähnlich wie der NYX, würde ich sagen. Aber noch ein bisschen knalliger und matter. Ich glaube, ich würde ihn mir nicht nachkaufen, wenn er leer geht oder sowas. Aber es war ganz cool, eine Erfahrung, den auch mal zu haben. Er gefällt mir, aber er ist so. Irgendwie so geschichtet. Wisst ihr, was ich meine? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Vielleicht muss ich noch einen Lip Liner drunter tragen. Sonst habe ich ihn immer so getragen. Und ja, ich mag halt so knallige Farben wirklich gerne im Sommer. Das werdet ihr auch anhand meiner Nagellack. Also an dieser Nagellack. Es war geil. Vielen, vielen Dank. Ich wollte den schon immer ausprobieren. Das ist Push the Limit.
von Orly. Richtig geil auf meinen Nägeln. Fußnägel, Fingernägel. Ich wollte ihn leer machen, habe ich aber nicht geschafft. Da kam schon der Herbst. Auf jeden Fall wird es ein Sommerfavorit 2020 geben. Richtig geil. Aber er war ein Favorit Sommer 2019. Er war dabei. Und das zählt. Er ist so geil. Ich finde es cool. Ich mag das Bürstchen nicht ganz so. Ist mir ein bisschen zu schmal. Aber man kann sehr präzise damit arbeiten. Mir gefällt es aber, wie er trocknet und wie er einfach über einen Lack funktioniert und wie er auch unter einen Lack funktioniert. Ich mag den richtig gerne. Push the Limit von Orly. Ich liebe ihn. Absolute Liebe. Dann habe ich noch etwas, was von der Farbe her wieder super ist, aber von der Haltbarkeit No-Go. Also er hält keine 2 Stunden. Das ist etwas gedeckter. Riecht nach Pfefferminzbonbon, mag ich sehr gerne. Und ist die Farbe Romantic. Von Meet, Matt and Huggers von The Balm. Diese kleinen Scheißerchen. Ich bin froh, dass ich die kleinen Scheißerchen habe. Das ist übrigens, die Farbe ist so ein schönes, ja, dunkles, romantisches etwas. Feier ich, muss ich aber nicht wieder haben. Leider hält er nicht so lange, wie ich es mir wünschen würde. Ich würde mir wenigstens 4 Stunden Halt wünschen, aber wenn man beim Trinken und Essen den schon verliert, dann ist halt einfach traurig. Dann noch weitere Lippenprodukte, weil ich habe mich echt durch meine Sammlung getestet. Etwas, was ich gerne toppe, ist von NYX. Die fängt schon langsam an zu duften. Diese Creme, das ist. Was bist du? Was bist du? Lashes oder sowas. Habe ich auch in groß. Liebe ich Nudiger Gloss. Feier ich einfach. Und wenn ich ihn über einen Lip Liner, Lippenstift oder Liquid Lipstick gebe, in der ähnlichen Farbe, ein bisschen dunkler, ich liebe es. Es macht so schön pralle Lippen. Die Lip Butter, man muss sie aber durchgehend benutzen. Sie kippen sehr, sehr schnell und riechen dann irgendwie so merkwürdig. Dann ein Lippenstift, den ich auch absolut durchgerockt habe. Der sieht auch genauso aus. Ist Plumping Gel Lipstick 040. Ist einfach ein Handtaschenbegleiter von Catrice. Ihr seht, da fehlt schon einiges. Ich bin jetzt schon hier. Man sieht auf jeden Fall, dass ich ihn gerne benutze. Und ist ähnlich von der Farbe her wie dieses Treschless. Geht schon in die Farbrichtung, ist die 040. Ich liebe ihn, ich liebe diesen Auftrag, ich liebe das Finish, ich liebe, wie er auf den Lippen performt. Ich liebe es einfach, ja. Ich mag nur nicht das Gematsche, aber ich lege ihn auch nicht in den Kühlschrank, weil sonst vergesse ich ihn dort. Wisst ihr, was ich meine? Ich muss ihn schon mit mir herumschleppen, dass er einfach anwesend ist. Es bringt mir nichts, ein Kühlpad in meine Handtasche zu legen, dass der einfach gut performt. Man muss vielleicht ein bisschen noch an der Formel arbeiten, bisschen irgendwie so Halt gewähren, aber trotzdem so lassen. Ich würde ihn nachkaufen. Ich glaube, ich würde ihn trotzdem nachkaufen, obwohl er so matschig ist, weil ich ihn einfach liebe. Er ist einfach meine Alltagsfarbe. Ich liebe ihn. 040 von Catrice. Dann habe ich noch einen Lip Liner, den ich auch gut finde. Der geht auch in diese Richtung. Da drauf zum Beispiel mag ich so glossige Dinger oder das ist von P2 und ist diese Farbe hier. Das ist, was warst du denn nochmal? Die 36 ist schon relativ klein, mag ich wirklich sehr gerne. Ich mag die auch zum Anspitzen. Ich brauche sie nicht. Ich brauche zwar keinen Lip Liner, aber ich finde, es macht es doch irgendwie besser. Wisst ihr, was ich meine? Dann läuft es halt nicht so schnell aus. Aber nudigen Lip Liner brauche ich eigentlich nicht, weil normalerweise laufen die nudigen Stifte seltenst aus. Auch ein Top-Favorit ist von Clinique dieser kleine Scheißerchen. Das ist der hier. Richtig, richtig geil. Auch ein Handtaschenbegleiter. Zwar nicht ganz so durchgerockt, sag ich mal, wie der andere. Aber wenn ich ihn in der Handtasche habe, bin ich froh, dass ich ihn drin habe und benutze ihn gerne. 01 Blushing Pop. Liebe. Dann von Kiss ein Lipgloss, was ich auch sehr gerne mag. Ist auch ein Handtaschenbegleiter, weil ich liebe den Duft. Es erinnert mich an, ich weiß es nicht. Keine Ahnung, kann ich euch nicht sagen. An was? Auch Nude. Ihr seht, ich war entweder knallig oder eher Nude. Der hier. Der ist einfach wie der Lippenstift von Catrice. Nicht klebrig, nicht zu glitschig, aber doch macht Volumen. Ich liebe ihn. Und ich bin ganz froh, dass ich 3 verschiedene Shades davon habe. Dann ein Lippenstift, was mich an Oma und am Arm erinnert, ist der hier. Den werde ich auch aussortieren. Ist nicht so mein Ding.
Die Farbe okay, aber der Duft und der Geschmack, der riecht ein bisschen nach L'Oreal und Astor Lippenstifte, aber nicht diese Lip Butter, sondern die normalen, ist der hier. Den werde ich aussortieren. Yves Rocher ist nicht meine, ist Oma. Ich finde immer irgendwie Oma. Nee, kommt auch weg. Nein, mag ich nicht. Dann zwei Blushes. Butterbronzer zum Beispiel, habe ich sehr gerne gemocht. Habe ich sehr gerne einfach so nebenbei getragen. Mag ich. Wenn man zu viel aufträgt, ist man ein bisschen karottig, meiner Meinung nach. Ich zumindest bin karottig. Aber gut. Lässt sich noch regeln. Kann man regeln, ne? Und der Bäcker. Der Bäcker-Bronzer hat einen riesen Hintepan und ich liebe ihn. Ich liebe ihn von der Farbe, von der Formulierung. Ist ähnlich wie der Butterbronzer, nur ein bisschen dunkler, würde ich schon fast sagen. Auch so ein bisschen nicht ganz matt. Ich finde immer so matt auf matt und matt. Ja. Er riecht nicht so wie der hier. Pina Colada. Los geht's. Beide große Liebe. Große Liebe. Capri Toasted. Capri Quast. Ja, und Butter Bronzer in Light. Dann Made to Stay 040 Eyeshadow Pot. Richtig geile Make-ups. Einfach umgerührt, wieder aktiviert. Geil. Ich muss los. Dann ein Nagellack noch, den ich aktuell auch auf den Nägeln getragen. Immer wenn ich nicht genau weiß, was, dann ist es der hier. Das ist Color and Care. Der wird auch leer sein in meinem Projekt. 02 I Care for You. Den habe ich, weiß ich nicht, rauf und runter getragen, ganzen Monat. Wenn ich nichts Knalliges getragen habe, habe ich einfach Nude getragen. Ab und zu mal auch was Rotes, aber eher selten. Ja, den hier. Ein Puder, was mich immer noch sehr fasziniert, weil mein totes Matt ist, ist das von Astor. Das hält wirklich den ganzen Tag matt. Der ganze Tag. Das ist einfach 001 Ivory. Super matt Powder und das kann ich unterschreiben. Damit bin ich einfach super matt. Wenn ich das drauf habe, brauche ich 8 Stunden nicht mich abmattieren oder denke so, wow, meine T-Zone, ne, ölt nach. Nee, da ist alles so matt. Da könnte man schon fast cakey sein. Aber man ist einfach nur matt. Ich mache nur die Stirn und nur hier und da, also die eigentlich die T-Zone und der Rest mit einem anderen Puder und ich liebe es. Mundspray finde ich geil. Sprühe ich mir gerne mal nebenbei zwischendurch, statt Kaugummi zu kauen. Und das hier ist, glaube ich, von Müller. Kann ich hierfür empfehlen. Aber schmeckt nach Alkohol. Mag ich nicht so, aber wichtig für mich, entweder Kaugummis in der Handtasche, Bonbons in der Handtasche oder ein Mundspray. Und das ist aktuell so in meiner Handtasche. Abgearbeitet, meine Favoriten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Habt ihr auch irgendwas in der Kategorie? Gefällt euch was, was ich euch gezeigt habe? Also mich haben einfach die Produkte überzeugt. Ja. Wir gucken mal, welcher Lippenstift von denen hält. Welcher nicht. Ich bin super, super gespannt. Also Lippenstifte gehen natürlich ab. Auch der, ja, auch die zwei Rottöne gehen ab. Aber der Candy Yum Yum, der frisst sich durch. Der frisst sich durch, das ist der Wahnsinn. Obwohl er nicht mal. Na gut, das war's. Wir sehen uns im nächsten Video. Ich hoffe natürlich, meine Favoriten haben euch gefallen. Und schreibt gerne, was euer Highlight des Monats war im September. Ich bin super gespannt. Ich habe wahrscheinlich super schöne Oktober-Favoriten, weil ich wirklich super schöne Sachen habe und auch super schön durchtesten kann. Und ja, Flops waren natürlich auch dabei, aber die werden ausgemistet und gut ist. Ne? Dann hat man nur noch die Favoriten. Ich wünsche euch was. Ciao.